normalerweise. Und heute haben wir uns gedacht, machen wir aus dem letzten Mal was ganz Besonderes. Und jetzt hier noch unsere gepackten Reste. Und der Jakob, der zeigt mir jetzt, wie wir draußen eine Sterneküche machen. Genau, hierzu gibt es als erstes Spargelspitzen, die in der Suppe drin sind, in Schinken eingerollt und in der Pfanne gebraten. Und dazu wird eine Soße aus Creme Fraiche und der restlichen Suppe gemacht. So, als Hauptgericht werden die beliebten Dosenravioli in einen Auflauf umgewandelt. Dazu wird nicht die Tomatensauce verwendet, sondern die Dosenbolognese-Sauce, die wir noch ein bisschen aufpeppen, mit Zwiebeln, frische Tomaten, und das Ganze wird schlussendlich mit Mozzarella überbacken. Perfekt! Als Dessert gibt es jetzt den Klassiker der österreichischen Küche, Palatschinken. Diesmal in der klassischen süßen Variante, mit Marmelade soll ja auch ein Dessert werden. Jetzt machen wir das, was Studenten normal immer machen. Jetzt trinken wir mal. Auf dich. Hast gut gekocht. Prost, Prost.